Einen wunderschönen guten Tag hier aus der Strecke Bremen-Oldenburg vom Oldenburger Hauptbahnhof. Ich bin Trains in Play und ich heiße euch willkommen entweder hier auf meinem privaten YouTube-Kanal Trains in Play oder auf dem Kanal von DTG vom Trains in World-Kanal, denn das Video läuft auch dort im Zuge des Steam Summer Sales. Dort könnt ihr, wenn ihr am PC spielt, auf Steam euch jede Menge gute Angebote euch mal angucken. Die meisten Strecken und Fahrzeuge sind da ordentlich gerade im Angebot. Also schaut da mal rein, worauf ihr so Lust habt. Vielleicht findet ihr ein gutes Angebot für das jeweilige DLC. Wir fahren hier heute im Intercity 2 und zwar mit der Fahrplan-Mod vom guten Rail Dream Studio. Ich habe das Ganze schon mal vorgestellt und auch auf diesem Trains in World-Kanal wurde ja im Zuge der letzten Roadmap das Ganze auch nochmal vorgestellt. Und jetzt soll hier auch mal eine Fahrt stattfinden in dieser Fahrplan-Mod. Das Ganze natürlich nur für den PC, nicht für die Konsolen. Das Ganze ist gemoddeter Content, repräsentiert also nicht den Vanilla-Zustand des Spiels. Deshalb habe ich hier oben links, weil das Ganze ja auch auf dem DTG-Kanal läuft, auch nochmal eingeblendet. Diesen Disclaimer, diese Wortmarke, dass das Ganze eben nicht die Standarderfahrung ist, sondern eine gemoddete Erfahrung. Wir fahren den IC2, den Intercity 2437, glaube ich. Die letzte Zahl ist leider abgeschnitten nach Leipzig Hauptbahnhof und fahren von Oldenburg nach Bremen. Das Ganze auch mit der Soundmod von meinen guten Freunden Justus und Manni für die Salzburg-Rosenheim-Dostos, also die wirken dann auch noch hier gleichzeitig mit. Die Repaints, die von Hanna erstellt worden sind, hier der IC2 zum Beispiel, die Dostos von Salzburg-Rosenheim mit der 146 hinten dran, ansonsten hier die Nordwestbahn, auch das Repaint von meiner guten Freundin Hanna. Ja, ich würde sagen, wir gucken uns einmal ganz kurz noch die Lok hinten dran an. Geschoben werden wir nämlich von einer Baureihe 146, denke ich mal. Schauen wir mal. Ja, das sieht für mich nach einer 146 aus. 146 259-9. Also ich glaube, die IC2 Repaints sind doch von Hanna, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege. Ja, ne, also so viel dazu. Ansonsten, die Dostos stehen hier auch schon bereit. Und wir starten das Ganze jetzt einfach mal. Fahrzeit sind so ungefähr 35 Minuten. Wir stecken den Fahrtrichtungswender rein und nach vorne. Geben die Türen auf der linken Seite frei. Bremsschlüssel, auch diese Sounds sind einfach nur toll, ne? Ziehen die Bremse aber auch noch mal ein Stück an. Dann können wir die Spitzensignale anmachen. Die sind, glaube ich, schon an. Jawohl, Spitzensignale sind schon an. Pultbeleuchtung. Ja, machen wir mal die kleine Leuchte an. Doch, ja, so passt das ganz gut. Zugbeleuchtung machen wir an. Wir gucken uns jetzt natürlich auch den Zug von innen an. Tür zu. Und da haben wir entsprechend auch die Bepolsterung vom Intercity. Na, auch hier mit dem Teppich. Der Teppich-RE, so wie er manchmal etwas verdrießlich genannt wird von der Community. Mit den Intercity-Sitzlackierungen. So, sehr schön. Können auch mal die Wagenbeleuchtung anmachen. Machen wir sie auf 1,5. Das finde ich etwas angenehmer. Oben haben wir auch noch selbstverständlich das Oberdeck. Ja, herrlich. Und wir gucken uns natürlich auch mal die erste Klasse an. Ich glaube, dazu müssen wir jetzt einmal ganz kurz außen durchlaufen. Das ist auch zweite Klasse. Dann müsste das hier erste Klasse sein. Genau, und zwar oben. Machen wir auch hier die Halbbeleuchtung mal an. Genau, hier ist dann die erste Klasse. Man kennt es, die typische DB-Bestuhlung der ersten Klasse. Sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr. So, gehen wir mal wieder raus. Und zurück in den Führerstand. Was wir dann machen, wenn wir in Bremen sind, dann werden wir auch wieder zurückfahren von Bremen aus in einem Leerzug, in einem Lokzug. Da haben wir nämlich noch die Aufgabe, eine Lok wieder zurückzufahren.
Das werden wir dann aber machen, sobald wir dann in Bremen sind. Fahrzeit insgesamt heute Pi mal Daumen eine Stunde. Ne? Den Stuhl können wir auch ausklappen. Jawohl, das geht auch. So. Dann setzen wir uns wieder hin, rüsten mal noch weiter auf. PZB und LZB an. Sie verlassen wir aus. Instrumentenbeleuchtung ist an. Zugsammelschiene ist an. Hauptschalter ist drin. Stromabnehmer ist oben. Genau, das ist die PZB. Betriebsart TAV. Weiß ich gar nicht, was das genau ist. Nischenheizung. Ja, machen wir sie mal an. Bodenheizung, warum nicht? Frontscheibenheizung brauchen wir nicht. Lüfter machen wir uns an. Temperatur. Ja, so auf halb. Klimaanlagenbetriebsmodus. Hand. Auto. Auto ist gut. Wir wollen nämlich das Auto kühl haben und nicht die Hand. Scheibenwischer. Sehr, sehr schön. Gut, dann haben wir noch ungefähr 2 Minuten. Und dann fahren wir los. Ansonsten hier noch die Nordwestbahn nach Wilhelmshaven, der RE18. Auch sehr schön hier drin. Auch mit den angepassten Sitztexturen. Jawohl. So, 1 Minute haben wir noch. Und dann geht's los. Wir sind der Intercity 2433. Wir halten einmal in Hude an, in Delmenhorst und dann in Bremen. Und dann werden wir wieder zurückfahren. Damit das Ganze Pi mal Daumen eine Stunde heute dauert. Na, das ist so ein bisschen die Vorgabe, damit das alles in den zeitlichen Ablauf im Stream von DTG auch passt. Soll das Ganze ungefähr 1 Stunde dauern. Da wir jetzt nur erstmal 35 Minuten unterwegs sind, ist das ein bisschen zu kurz. Deshalb werden wir auch gleich wieder zurückfahren. So, dann können wir die Türen schließen. Signal springt um. Ich glaube, wir müssen mit PZB Befehl 40 ausfahren, kann das sein? Und auf geht's. Und hört euch natürlich diese wunderschönen Dosto-Sounds an. So. Ich weiß gar nicht, bei Befehl 40, mit wie viel km/h man drüber fahren darf, ob es 40 sind oder 20. Ich bleibe jetzt erstmal bei den 20, weil ich mir nicht zu 100% sicher bin. Und dann müssen wir halt Befehl 40 drücken, während wir an dem Signal vorbeifahren. Und zwar so lange, bis im HUD, beziehungsweise im Display vor uns die Befehl 40 aufleuchten. Wir drücken das Ganze jetzt mal. Befehl 40 leuchtet auf, dann können wir den Schalter loslassen und beschleunigen. Wir dürfen ausfahren mit 40. Befreien uns also aus der Beeinflussung. Hier noch eine V60. Sehr, sehr schön. So, wir dürfen sogar 60 fahren. Oh, die Sounds sind der Wahnsinn. Und wir fahren jetzt einmal über diese Eisenbahnrollklappbrücke. Architektonisches Meisterwerk. Ne? Also, dass hier die eine Hälfte der Gleise hochklappt. Die Oberleitungen werden hier getrennt und natürlich auch hier vorne wird die Oberleitung ebenfalls getrennt.
Also wirklich der Wahnsinn. Und wir fahren einmal 120. Ach, toll. Da kommt eine 187 von LTE. Repaint aus dem Creators Club. Für diejenigen, die bei mir privat auf dem Kanal zuschauen, bei Transim Play, ich verlinke euch den Fahrplan-Mod auf jeden Fall nochmal in der Videobeschreibung. Und auch den Soundmod von den Dostos verlinke ich euch ebenfalls. Sollte ich das vergessen, gerne in die Kommentare nochmal rein. Hey Transim Play, du hast die Verlinkung vergessen. Pack sie da doch nochmal bitte rein. Dann mache ich das. Ab hier dürfen wir dann 160 fahren, was auch unsere V-Max ist. Und einmal beschleunigen. AFB haben wir nicht. Und wir können wirklich einfach diese Sounds genießen. Ist der Wahnsinn. So, 150 fahren wir. Und 160. Bisschen Leistung können wir aufgeschaltet lassen, damit wir nicht langsamer werden. Fenster können wir auch aufmachen. Nächste halt Hude in 10 Kilometern. Hude, das klingt wie so eine norddeutsche Begrüßung, oder? Hude. Hude. Ja, Hude. Ja, kleine Anspielung auf Baywatch Berlin, falls es jemand hört. Hude. Signal zeigt Fahrt. Toll. Einmal ein Foto machen, weil das so schön aussieht. Einmal von der Seite und einmal, da ist leider der Mast davor. Einfach von vorne so, ne? Ist auch schön. So, 160 wieder hoch. Ich freue mich schon mit der 218 hier auf der Strecke auch mal rumzufahren. Ich bin mir nicht ganz sicher, wann dieses Video erscheinen wird. Es kann sein, dass es sogar nach dem Release der Baureihe 218 sein wird. Dass wir also zu diesem Zeitpunkt die 218 schon bereits selbst fahren können. Der Release ist ja am Dienstag, dem 25. Und es kann sein, dass dieses Video erst aber eine Woche danach oder sowas läuft. Das heißt also, die 218
Es kann gut sein, dass ihr schon bereits mit der 218 unterwegs seid, aber ich jetzt hier aus der Vergangenheit mit euch sprechend erstmal noch nur gerade die 218-Ankündigung frisch verdaut habe, wenn man so möchte. Und sie noch gar nicht in-game bisher fahren durfte. Anders als ihr, die ihr vielleicht schon mit der 218 unterwegs gewesen seid oder gerade auch seid. Toll. Wird auf jeden Fall auch sehr, sehr toll, die mit der 218 zu fahren. Oder ist es bestimmt sehr toll. Können auch hier die Sonnenblenden natürlich runternehmen. So, Hude ist noch 2,5 Kilometer entfernt. Das sind die Salzburg-Rosenheim-Dostos, ne? Also wer damit fahren möchte, der braucht halt eben Salzburg-Rosenheim. So, das war eine Ankündigung auf 120. Oh, da kommt ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Uff, das war, glaube ich, knapp. Ich glaube, das war ein Geschwindigkeitsprüfabschnitt. Der hätte uns beinahe abgeschossen. Ab hier gelten die 120. Wir beschleunigen aber auch gar nicht mehr weiter, denn Hude ist eh nur noch weniger als einen Kilometer entfernt. Das ist auch natürlich, by the way, wer es noch nicht ganz verstanden hat, kein richtiger IC2, sondern das sind eben die ganz normalen Regionalexpress-Dostos von Salzburg-Rosenheim, die roten Dostos, die hier angepinselt worden sind, Innenraum sowie Außenraum, sodass es aussieht, als sei es ein IC2, aber das ist natürlich kein IC2. Oh, das wird knapp. Oh, sehr knapp. Aber es passt. Ah, sehr gut. Das passt doch hervorragend. Türen auf. So, dafür ziehen wir die direkte Bremse an. Lösen schon mal die Zugbremse. Und wir sind sogar nahezu pünktlich. Ja, saßt ihr schon mal im IC2? Ich bin schon zwei, drei Mal mit dem IC2 gefahren. Ich fand den gar nicht so übel, muss ich sagen. Er ist zwar viel gescholten. Weil klar, es ist irgendwie am Ende, wirkt es halt tatsächlich wie so ein Regionalexpress, einfach nur als Intercity verkleidet. Intercity in Disguise, wenn man es so möchte. Aber ich fand das Gefühl, in den zu fahren, gar nicht mal so übel. Und ich finde, ehrlicherweise, für so Distanzen, Pi mal Daumen bis 2 Stunden, sind die eigentlich ganz gut für den Fernverkehr. Alles darüber hinaus, weiß ich nicht, eher nicht. Muss ich ehrlich sagen. Also wenn man, ich glaube, es gibt auch irgendeine Linie im IC2, wo man, der fährt, glaube ich, bis nach Stuttgart. Aber ich weiß nicht, wo der anfängt. In Berlin oder in Hamburg oder so. Das heißt also einmal quer durchs Land. Und das im IC2, also man muss sich mal vorstellen, man fährt wirklich von Anfangshaltestelle zur Endhaltestelle in diesem Zug. Das fände ich nicht so cool. Aber so, sagen wir mal, sowas wie von Dortmund nach Köln oder von Dortmund nach Koblenz oder so, das ist vollkommen fein. Ganz ehrlich. So, wir dürfen 150 fahren.
Und einmal die Leistung rausnehmen, wobei wir eh jetzt 160 fahren dürfen. Dann passt das ja. Ah, die Kamera ist kaum schneller als 160 km/h, kann das sein? Wie schnell ist die Kamera? Vielleicht so 100, 120 oder nicht 120, 180 vielleicht? Stellen wir uns mal hier hin. Toll. Na, auch das Makro wirklich wundervoll. Wie gesagt, Soundmod ist eben mit da drauf. Das ist auch nicht der Vanilla-Sound, sondern Soundmod von vom guten Justus und vom guten Manni, die da zusammengearbeitet haben. Ich glaube, der Raphael war da auch noch mit dabei. Und der Fahrplan von Rail Dream Studio, vom guten LP Gamer TV, mit dem ich ja auch schon mal auf meinem Kanal gequatscht habe, als wir mal zusammen den Fahrplan vorgestellt haben. Da sieht man auch einfach, wie wertvoll die Modding-Community ist, ne? Also was da nochmal, wie da nochmal das Spielerlebnis vergrößert werden kann. Da kommt uns jemand entgegen. Wir sagen kurz Hallo. Wir können auch mal auf- und abblenden. Ne? Kann einmal hier auf- und abblenden. Und Delmenhorst ist nur noch ein paar Kilometerchen entfernt. Noch 4 Kilometer. Das ist Heunkamp. So, da kommt eine Ankündigung auf 120. Wir nehmen mal voll die E-Bremse rein. Vielleicht können wir das tatsächlich ohne Zugbremse. Ja, das funktioniert ganz gut. Tatsächlich komplett nur mit der E-Bremse. Und das Schöne ist, die löst ja auch sofort aus. Also, fast sofort. Auf jeden Fall schneller als die Zugbremse. Hab hier gelten die 120. Delmenhorst ist 1,4 Kilometer entfernt. Wir brauchen also nicht zu beschleunigen. Können erstmal ein bisschen rollen lassen. Und jetzt können wir langsam anfangen mit dem Bremsen. Diesmal nehmen wir allerdings die Zugbremse mit hinzu. Wir wollen ja nicht übers Ziel hinausschießen. Und schaut euch das an da oben links. Wir sind pünktlich. Wahnsinn, oder? So, wir dürfen auch gleich mit 160 ausfahren. Aber erstmal halten wir an.
So, ungefähr 60 am Bahnsteigsanfang. So, wir sind komplett am Bahnsteig. Wir halten an. Wir lösen die Bremse aus und ziehen dafür die Lokbremse an. Und Türen auf. Bitte achten Sie auf den Abstand zwischen Zug und Bahnsteigkante. Jawohl. Sehr gut. Dann sind wir hier in Delmenhorst. Da sind wir, fahren noch vorbei an Heidkrug. Ich glaube, da halten wir sogar an. Kann das sein? Nee, wir fahren an Heidkrug vorbei. Und fahren nach Bremen. Dann geht es weiter in die Richtung. Nach Osten, nach Osnabrück. Nach Westen, Cuxhaven. Nordwesten, Hamburg. Ja. Abfahren sollen wir um 15.40 Uhr und 15.54 Uhr und 20 Sekunden. Das heißt also, wir haben noch ungefähr eine Minute, wo wir uns hier in Delmenhorst noch ein bisschen umgucken können. Hinten unsere 146, die schiebt. Das ist, glaube ich, der falsche Stromabnehmer, oder? Müsste eigentlich der hintere Stromabnehmer sein. Kann das sein? Müsste eigentlich. Sollen wir das mal ändern? Ah, jetzt müssen wir eigentlich gleich abfahren, ne? Aber wir können das, glaube ich, nicht vom Führer, von diesem Führerstand aus den Stromabnehmer anwählen, ne? Ich glaube, das können wir nur von der Lok aus den entsprechenden Stromabnehmer anwählen. Ebola. SIFA, Signalleuchten. Nee, leider können wir den Stromabnehmer nur von der Lok anwählen. Von der Lok aus, das ist die PZB. Ja, nee, dann lassen wir das. Ist okay. So, Lokbremse löst sich. Und wir können Leistung aufschalten. Jawohl. Da kommt eine 185 Leerfahrt vorbei. Beziehungsweise Lokzug, Lokfahrt. Nächste Halt ist Bremen in 10 Minuten. Und danach wären wir ungefähr bei 38 Minuten. Das heißt also, wir könnten noch 20 Minuten fahren. Ungefähr. Ja. Das machen wir auch. So, Signal zeigt Fahrt. Rechts ein paar Autotransportwagen, LAAERS. Ich glaube, auch da müsste ein Repaint, glaube ich, draufgezogen worden sein. Genau, dass sie in diesem Grün sind. Von der Firma Altmann. Genau. Und einmal vorbei an Heidkrug. Genau, Heidkrug. Wisst ihr, was wir auch mal machen können?
Wir können mal den Nebel rausnehmen. Moment, wo ging das nochmal? Das hier? Nee. Wo war das denn noch gleich? Konsolenbefehle, Time of Day System, Nebel. Und dann Start Distance stellen wir mal hoch. Zack, jetzt ist der Nebel weg. Dann sind die Farben noch mal ein bisschen satter. Das finde ich eigentlich ganz schön. Und was wir auch machen können, wir können uns mal ein bisschen mehr Bewölkung einstellen. Auch was mir sehr gefällt am Fahrplan ist, dass hier rechts und links wirklich an den auf den Abstellgleisen auch einfach mal ein paar Güterwaggons abgestellt sind. Habins waren dort. Nee, waren das Habins? Ich glaube, das waren diese Teleskophaubenwagen. KIJLS-Wagen von Kassel-Würzburg. Und Bremen Hauptbahnhof in 5 Kilometern. Was ich sehr mag als Bild ist, wie wir hier den Schatten vor uns herführen. Und das war eine Ankündigung auf 120. Die gelten ab hier. Und das ist eine Ankündigung auf 60. PZB wachsam gedrückt. Ja, die Einfahrt in Bremen ist natürlich jetzt sehr langsam. Da kommt noch ein Intercity vorbei, Baureihe 101. Kurzer Intercity. Ohne Steuerwagen. Bald, Leute, bald kommt auch der Intercity-Steuerwagen. Irgendwann. Da eine 187, wieder von der LTE. Der Vorsignalwiederholer. Und die 60 gelten ab hier. PZB ist auch schon wieder befreit aus der Beeinflussung. Hier schön über diese Brücke. Bisschen Kernel Cam Action. Und das ist die Zwangsbremsung, weil ich ein Signal vermutlich nicht bestätigt habe. Nämlich hier war vermutlich etwas, was ich hätte bestätigen sollen. So. Hier, ist das Kunst oder kann das weg? Ja. Ja, ja, ja. Das ist halt natürlich immer die Gefahr, wenn man in der Außenkamera ist, dann sieht man halt eben solche Sachen nicht. So, Bremse löst sich. Und wir können fahren.
Hier übrigens ganz berühmt DTG Logistics. Man kennt's. So, wir werden jetzt überwacht auf 45. Sollten natürlich nicht schneller werden als das. Und da kommt uns eine 425 entgegen. Grüßen wir mal kurz. Können uns auch befreien. Jawohl. Dann können wir wenigstens auf die 50 bzw. 60 hoch. Das war der Vorsignalwiederholer für die 50. Hier nochmal. Und ab hier gelten die 50 plus Halt zu erwarten mit verkürztem Bremsweg. Hä? Was? Wie, was? Ich war doch nicht in der 45er Beeinflussung. Hä? Ja, Vorüberwachung 45, aber die galten doch nicht dort. Hä? Confusion of the highest order. Ich weiß es nicht. Komisch. Na gut. Dann kommen wir halt ein bisschen verspätet an. Aber auch nicht extremst verspätet. Ist doch okay. So, jetzt aber V. Ach so. Ach so, vielleicht haben wir uns. Vielleicht haben wir uns. Hätten wir uns nicht befreien dürfen. Kann das sein? Weil ja eine Beeinflussung gefolgt hat. Wenige Meter danach. Ah, okay, ja. Vielleicht war das doch richtig. Vielleicht. War das einfach eine fehlerhafte Befreiung aus der Beeinflussung? Das kann natürlich sein, ja. Na gut. Dann ist das so, aber wir kommen ja immer noch nahezu pünktlich an, ne? Also 16:05 sollen wir da sein und da ist auch schon der Bahnhof, also kommen wir halt mit einer Minute oder zwei Verspätung an. Da aber offiziell, glaube ich, Verspätung erst ab 5 Minuten 59 oder so als Verspätung gilt und alles andere darunter liegend als pünktlich, ist das pünktlich. Auch schön, wie der Metronom gerade einfährt. Der fährt halt von hier nach Hamburg, deshalb können wir den nicht auf der Strecke hier fahren. Also können wir schon im Freeroam-Modus, aber eben nicht im Streckenmodus. Und dann sind wir hier in Bremen Hauptbahnhof auf unserer Fahrt nach Leipzig. So, 500 Hertz Beeinflussung. Und wir halten an. Okay, wir verlassen den Führerstand. Wir geben den nämlich ab. Da wird jetzt gleich übernommen von Kollegen und Kolleginnen. Stattdessen fahren wir jetzt wieder einen Teil der Strecke zumindest zurück, weil wir noch ein paar Minuten Zeit haben. Wir wechseln jetzt erstmal hier den Bahnsteig. Ich würde sagen, ja, wo ist denn was frei? Vielleicht Bahnsteig 5. Ich glaube, das funktioniert soweit. Der Moor Express. Wie schön ist der denn? Können wir den fahren? Frage ich mich. Nee, schade. Der Moor Express fährt leider woanders hin. Dann wechseln wir einmal doch nochmal den Bahnsteig, weil dort der Moor Express steht.
fährt ins Moor hinein und könnt stattdessen hier dann wieder zurückfahren. Denn ich gucke mal eben ganz kurz auf die Zeit, wie lange das Video schon geht. Ich muss eben kurz den Tab wechseln. 40 Minuten, okay. Das heißt, wir haben 20 Minuten Zeit. Es ist jetzt für mich 11.59 Uhr zur Aufnahme. Das heißt also bis 12.19 Uhr. Für mich jetzt nur zur Orientierung. Dann können wir jetzt eigentlich mal noch ein bisschen rumfahren durch die Gegend. Und zwar machen wir das mit folgender Lok. Wir machen das praktisch nur so als Lokzug. Keine Sorge, das ist kein Leak. Die BR-232, das ist nur eine Mod. Das ist nicht das offizielle DLC von TSG, bevor da irgendjemand auf die Idee kommt. Wie wäre es mit dem 401 Triebkopf? Das fände ich mal cool. Geht das? Power Car. Ja. Sollen wir das mal machen? Ich fände das interessant. Das haben wir nämlich noch nie gemacht. Ansonsten... ja, will ich aufgeben. Der fährt jetzt gleich auch ab. Was haben wir sonst noch? Oh, wir könnten die 1116 fahren. Nee, ich fand es aber interessant, mit dem 401 Triebkopf zu fahren. Power Car. Ja, wie cool ist das denn? Dann machen wir das. Oh, schaut an, die KI hat sogar jetzt den richtigen Stromabnehmer angewählt. Habt ihr das gesehen? Witzig. Wir machen das jetzt einfach, weil warum nicht? Wer sagt denn, dass wir das nicht dürfen? Hier in der Simulation. So. AFB auf Vorsoll-Freigabe. So, dann müssen wir uns nur noch einen Weg erstellen mit dem Freeroam-Modus. Route setzen. Ja, ich würde sagen, ich setze jetzt einfach mal hier Oldenburg als Ziel und dann schauen wir einfach, wie weit wir kommen. Ich glaube nicht, dass es komplett klappt, in 20 Minuten hier runterzufahren, aber wir schauen einfach mal, was wird, ne? Was wird? Die Frage ist, können wir fahren? Nein, können wir nicht. Why not? Erstmal die AFB auf 40. Ah, wir dürfen doch fahren. Hervorragend. Dann machen wir das jetzt einfach. Haben wir Licht? Noch nicht. Jetzt haben wir Licht. Ah, wir haben sogar die Zugschlusstafeln. Schaut euch das mal an. So, der IC2 fährt jetzt auch los. Der hat, glaube ich, nämlich gerade die Türen zugemacht. Genau. So, tschüss, lieber Kollege. Viel Spaß beim Fahren. Wir fahren jetzt auch wieder los. Heben Sie den Stromabnehmer. Der Stromabnehmer ist gehoben. Der Hauptschalter ist auch ein. Na, warum geht das nicht? Fahrmotorlüfter ist an. Heben Sie den Stromabnehmer und schließen Sie den Hauptschalter, um Strom von der Oberleitung zu beziehen. Vielleicht müssen wir einmal noch mal kurz Hauptschalter aus. Stromabnehmer senken. So, und jetzt Stromabnehmer hoch. Und Hauptschalter ein. So, und jetzt noch mal. So, jetzt geht's, glaube ich. Genau, wir hören den Fahrmotorlüfter. Und jetzt kriegen wir auch hoffentlich Power. Komm schon. Ah, komm schon. Was ist denn das Problem? Haupt- und Instrumentenbeleuchtung, Führerstandsbeleuchtung. Daran wird es jetzt nicht gelegen haben. Die Türen sind alle zu. Zugsammelschiene brauchen wir jetzt nicht. Freigeschaltet.
Was ist denn das Problem, liebe Lok? Sollen wir mal die AFB ausmachen? Vielleicht passt ihr das nicht. So. Und jetzt? Jawohl, okay, es lag an der AFB. Interessant. Sehr, sehr cool. Ich bin noch nie tatsächlich nur mit dem Triebkopf alleine gefahren. Das ist ja mal cool. Hier ist ansonsten noch jede Menge Zeugs noch abgestellt. Oh, ich habe gar nicht den Weg kontrolliert. Oh, oh, oh. Ich weiß nämlich gar nicht, wie wir fahren. Oh. Wegpunkt hinzufügen. So, ich hoffe, das klappt jetzt. Oh. Ja, okay. Da bin ich zu schnell gefahren. Upsi. Aber passt das denn jetzt vom Weg her? Ja. Ja. Achso, ungenügend Luft in der Bremsleitung. Okay, Moment. So. Das ist ja mal eine etwas zähe Fahrt, ne? Und auf geht's. Das haben wir noch gut eine Viertelstunde. So, jetzt schön aufpassen, dass wir nicht schneller als 45 werden. Ankündigung auf 50. Ich muss einmal ganz kurz ein Foto machen, weil ich das ziemlich cool finde. Und hier dann die 50 mit der Ankündigung auf 60. Wieso? Ich schalte die PZB aus. Ich bin nicht schneller als 45 gewesen. Ach so, weil ich mich befreit habe. Hä? Okay, ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Hallo? Jetzt habe ich ihn kaputt gemacht. Nein. Was? Ja. Leute, ich habe meinen Zug kaputt gemacht. Ja, ist okay. Wieso? Oh nein, wir rollen zurück. Komm schon, nicht zurückrollen. Leute, 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 das ist peinlich. Die Hinfahrt ging noch richtig gut, aber das ist jetzt einfach nur peinlich. Ich hätte das gar nicht machen sollen, ne? Dann wäre das jetzt nicht so peinlich geworden.
Naja. So, eigentlich dürfen wir theoretisch uns befreien oder zumindest 85 fahren, weil ja nur der 85 Leuchtmelder auf und ab blinkt. Das heißt also, wir können schneller als 45 fahren. Ja, gut, keine Zwangse. Und ab hier dann sogar 60. Tja, die werden hier nicht schlecht staunen vom Dreimaster hier vorne. Wenn so ein einzelner Triebkopf durch die Gegend fährt. So, ab hier dann 120. Wahnsinn, die Beschleunigung, ne? Verrückt. Und ab hier 160 unsere VMAX. So, dürfen natürlich nicht über 165 fahren. Sonst kriegen wir eine Zwangsbetriebsbremsung und ich würde sagen, wir hatten genug Zwangsen heute. Aber ich finde den Freeroam-Modus echt cool, dass man sich dann eben solche Sachen noch mal selbst mal eben so zusammenbasteln kann, ohne jetzt ein komplettes Szenario erstellen zu müssen. Ne, dass man einfach dann sagen kann, ja, ich hätte noch Lust, jetzt hier mal noch zurückzufahren. Ich stelle mir mal eben meinen Zug hier hin, stelle mir meinen Weg ein und dann auf geht's. Muss ich sagen, ist einer der für mich vielleicht besten Feature von TSW 4. Oben links steht zwar dann jetzt immer noch an einem Ort anhalten, nämlich Oldenburg Hauptbahnhof. Weiß ich jetzt nicht so ganz, aber ja. Ah ne, Moment, das stimmt ja. Wir sind ja in Bremen losgefahren. Wir fahren ja nach Oldenburg. Ja, dann stimmt das natürlich. Nur die Distanz nicht so ganz mit 0 Metern. Mal ganz minimal Leistung aufgeschaltet. Da kommt uns ein Kollege entgegen, dem können wir eigentlich auch mal den Lichtgruß geben. So, das wird er schon gesehen haben. Brauche ich wie 25. Und links eine Preßnitztalbahn 155. Autotransportwagen, die standen vorhin hier auch schon. Die sind auch übrigens dahingehend ganz cool,
Weil man, ich sehe schon die nächste Zwangse kommen. Weil man nämlich. Nee, das meinte ich gar nicht, sondern. Genau, man kann hier diese Rampe tatsächlich ausklappen. Und das finde ich eigentlich ziemlich cool. Sodass die Autos halt eben transportiert werden können, beziehungsweise eben fahren können von einem Wagen zum nächsten. Das muss ja auch irgendwie möglich sein und das ist halt eben durch diese Rampen, die dann ausgefahren werden und auch wieder eingeklappt werden können. So, das war eine 120er Ankündigung. Die gelten ab hier. Und ab hier einmal wieder hochbeschleunigt auf die 160. Das können wir auch mit dem Triebkopf wahnsinnig schnell. Na, ein bisschen noch. So. Ja, der ICE1 übrigens, wer sich fragt, wo der herkommt, Kassel-Würzburg, ist sicherlich auch im Sale. Ich weiß es nicht genau, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Kassel-Würzburg auch im Sale ist. Lohnt sich alleine schon für den ICE1 im Sale. ICE3 ist auch mit dabei. Also, ne? Kassel-Würzburg einfach eine gute Idee fürs Rollmaterial alleine schon. Selbst wenn man nicht so sehr an Highspeed interessiert ist, das Rollmaterial an sich ist schon echt super. So, da kommt noch jemand vorbei. Den grüßen wir auch mal eben. Den Regionalexpress. Und dann würde ich sagen, sind wir bei fast genau einer Stunde Videozeit angekommen. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Mein Name war und ist Trains in Play. Wenn ihr wollt, könnt ihr gerne mal bei mir auf meinem Kanal vorbeischauen. Trains in Play einfach mal bei YouTube eingeben. Also diejenigen, die jetzt beim DTG-Stream zuschauen. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen, falls ihr vorbeischauen würdet. Ansonsten diejenigen, die auch schon bei meinem Kanal sind. Auch euch wünsche ich noch einen wundervollen Tag. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Sales finden. Ich hoffe, ihr habt Spaß an der Fahrplan-Mod und an dem Salzburg-Rosenheim Dosto-Sound-Mod. Wirklich absolut wundervoll von meinen Freunden Manni und Justus und Fahrplan-Mod vom Rail Dream Studio. Link dazu ist auch nochmal bei mir privat auf dem Kanal in der Videobeschreibung. Ich wünsche euch alles Gute und alles Liebe. Bleibt stabil. Viel Spaß mit dem weiteren Stream hier auf dem Kanal von DTG. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Tschüss, ciao und auf Wiedersehen.